Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Werkstatt TV. Heute haben wir hier nicht meinen Mondeo MK3, aber einen Mondeo MK3. Im Prinzip der gleiche wie meiner, nur in schwarz. Und bei dem Mondeo hier ist das Radlager kaputt, wie ihr schon im Titel gelesen habt. Wir haben probiert, euch das während der Fahrt das Geräusch aufzunehmen. Das klappt aber nicht, weil das Handymikrofon irgendwie diese Frequenz nicht aufzeichnen kann. Man hört auf jeden Fall nichts außer Windgeräuschen. Wie man jetzt feststellt, welches Radlager bei einem Auto kaputt ist und vor allen Dingen, wie man es austauscht und damit den Fehler repariert, zeigen wir euch wie immer nach dem Intro. Ja Leute, hier ist das rechte Radlager kaputt. Man stellt das fest, indem man beim Fahren so ein wummerndes Geräusch hört. Und wenn man dann Kurvenfahrten auf einer Landstraße mal so ein bisschen eine Kurve fährt, links, rechts, merkt man, dass es bei zum Beispiel Linksfahrt lauter oder leiser wird und bei Rechtsfahrt sich auch entsprechend. Also wenn man in eine Richtung lenkt, wird es lauter und in die andere wird es leiser. Das Rad, was an der Kurveninnenseite ist, also ich muss mir vorstellen, wenn man jetzt eine Rechtskurve fährt, geht die Fliehkraft ja nach außen, also nach links. Das linke Radlager wird dann stärker belastet und das rechte wird entlastet in der Rechtskurve. Und wenn das entlastet wird, ist das Geräusch auf einmal weg. Also in dem Fall, wir haben jetzt in der Rechtskurve das Geräusch vollkommen weg und in der Linkskurve ist es sogar noch etwas lauter. Um ganz auf Nummer sicher zu gehen, kann man dann auch einmal noch an dem Rad das Rad schnell drehen, dann hört man es vielleicht, ich gehe mal mit dem Mikro da ran, vielleicht hört man es sogar schon. Die leichten Schleifgeräusche sind von der Bremse, das Rubbeln dazwischen ist im Prinzip das Radlager. Dazu kann man noch das Rad... Warte. Dazu kann man das Rad noch einmal so kippeln. Und jetzt seht ihr schon, dass das sich bewegt, obwohl es festgeschraubt ist. In die Richtung hier genauso. Ihr seht, dass das Rad Spiel hat und das Spiel kommt von dem Radlager. Zusätzlich könnt ihr auch mit einem solchen Kfz-Stethoskop auf das Radlager gehen von der Innenseite und dann das Geräusch hören. Ich weiß nicht genau, ob ich das jetzt hier in das Mikrofon übertragen bekomme. Ich probiere es aber gerne mal für euch aus. Kannst du das da ran drücken oder so? So fester reindrücken. Mal testen. So, ich habe keine Ahnung, ob ihr das hören konntet. Das höre ich erst beim Schneiden des Videos. Aber wenn ihr was gehört habt, das war das Geräusch eines defekten Radlagers. Das Radlager bauen wir jetzt aus, bauen ein neues ein und dann lassen wir das Geräusch nochmal hören. Wenn ihr eben was gehört habt, werdet ihr danach etwas anderes hören. Okay. Um das Radlager zu wechseln, muss ich als erstes mal natürlich das Rad abbauen. Ja, manchmal sitzen die ein bisschen fest, gerade bei Ford. Dann drehen wir eine Schraube wieder drauf und geben mal einen festen Schlag, zur Not auch mit dem Hammer und dann geht es meistens ab. Dann mache ich jetzt hier den Bremssattel ab. Wie man die Bremse bei so einem Auto wechselt, kann ich euch hier gerne mal kurz oben rechts in der Ecke einblenden. Das haben wir nämlich schon öfter gefilmt, schon öfter erzählt, deswegen mache ich das jetzt hier etwas schneller. So, den Bremssattel legen wir hier mal auf Seite und sehen jetzt hier erneut zwei 13er Schrauben, die den Belagträger hier an seiner Position halten. Die kommen als nächstes ab. Ich nehme auch schon mal die Bremsbeläge, dass sie uns gleich nicht runterfallen. Die sind auch relativ gut und kommen natürlich wieder rein.
Belagträger prüfen wir gleich mal, ob die Gleitbolzen darin gängig sind, indem wir sie hier so ein bisschen bewegen. Die sollten relativ gut gängig sein. Der hier oben ist ein bisschen schwergängiger. Unten der ist super. Hier oben tun wir gleich noch ein bisschen Fett rein. Und die Bremsscheibe ist jetzt hier leider etwas fest. Das ist auch recht häufig bei diesen Autos. Deswegen drehe ich jetzt hier eine Radmutter drauf, damit sie, wenn ich hier vorsichtig hinterklopfe, nicht auf den Boden fällt. Dann ist nämlich auf jeden Fall kaputt. Und dann mache ich jetzt hier mit dem Gummihammer, ganz wichtig, oder mit so einem Schonhammer, ganz leichte Schläge. Dürft ihr nicht sehr feste draufhauen. Sonst habt ihr die Gefahr, dass die Bremsscheibe sich verzieht. Hat er sich, habt ihr auch schon an dem Geräusch des Hammerschlages gehört, sie hat sich jetzt gelöst. Ebenfalls vorsichtig auf Seite. So, und jetzt kommt es am besten mal hier hin, sieht man das nämlich. Oh wei, die sehen nicht mehr schön aus. So, und jetzt. Ja, warte, ich mach noch ein bisschen höher, dann sieht man dich. Okay, ja. Und jetzt seht ihr praktisch hier zwei Schrauben und hier auf der Seite nochmal zwei Schrauben. Kommt man schlecht dran, aber hier hat der Hersteller mitgedacht und hier ein Loch in der Radnabe gelassen, die, wenn man sie richtig einstellt, ganz genau durch die Schraube passt. Kannst du mal durchfüllen, dann sieht man das genau. Hier, genau dadurch ist die, kommt dann die Schraube dran. So, ne? Ich fange erstmal an, hier den groben Rost ein bisschen zu entfernen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob die hier gleich gut rausgehen werden. Drückt uns die Daumen auf jeden Fall. So, jetzt ziehen wir von der Rückseite mal erstmal den Stecker vom ABS-Sensor ab. Geht schon mal ab. Den legen wir uns hier auf Seite, dass er uns nicht stört. Und sehen jetzt die vier Schrauben von der Rückseite und geben da an jede Schraube schon mal so ein bisschen Rostlöser drauf, damit sie gleich, wenn wir sie denn gelöst kriegen, auch vernünftig rauskommen. Okay. Dann probieren wir mal unser Glück mit der ersten Schraube hier. Ich fange mit einer an, die etwas besser aussieht. Vielleicht ein bisschen Aberglaube. Ihr braucht auf jeden Fall dafür einen T50 Torx Bit und zwar in lang. Weil, wo ist das kurze? Weil das kurze hierdurch nicht auf die Nuss passt und ihr es hier vorne nicht reinbekommt. Mit einem normalen T-Schlüssel, die sind so fest, habt ihr keine Chance. Ihr braucht also auf jeden Fall so ein langes Torx Bit hier. Und ihr müsst, also ich muss es auf jeden Fall hier richtig reinschlagen. Also es passt rein, aber durch den ganzen Rost muss man es halt richtig reinschlagen. Und jetzt versuche ich mal mit dem Schlagschrauber diese Schraube zu lösen und wir sind gespannt, was passiert. Wenn sie abreißt, kein Drama. Die Schrauben haben wir natürlich neu, wir müssen nur gucken, wie wir sie dann rausbekommen. Eventuell würden wir sie dann hier bündig abflexen oder so, da fällt uns schon was ein. Aber vielleicht ist es ja gar nicht nötig, wer weiß. So, auf jeden Fall den Schrauber richtig reindrücken, damit die Schraube nicht so schnell runddreht und drückt uns die Daumen. Oh, ja, Schraube 1 ist raus. Das ging besser als gedacht. Meistens ist es ja die letzte Schraube, wo das Problem ist. Oh, interessant. Wenn ihr das, boah. Wenn ihr das Radlager jetzt hier so dreht, könnt ihr nochmal richtig das mahlende Geräusch hören, was es macht. So, das näher dran. Ja. Und hab das nochmal aus erster Hand gehört, aus nächster Nähe gehört, dass es wirklich kaputt ist. Und wir hier keine Show-Reparaturen machen. Und hier sehe ich jetzt gar nicht, wo ich ansetzen muss. Thank you.
geht echt tausendmal besser, als ich es für möglich gehalten habe. Jetzt kommt die letzte, meistens die, wo es dann das Problem gibt, dass es vorher nicht gab. Aber vielleicht haben wir ja heute, tatsächlich Glück. Nicht zu fassen, gehen alle raus. So, jetzt sind alle Schrauben ab, aber das Lager ist noch fest, habe ich mir auch schon fast gedacht. Ich drehe jetzt noch mal eine Schraube mit zwei Umdrehungen von Hand hier rein, damit man das nicht auf die Füße fallen kann. Und werde dann mal ein bisschen Gewalt einsetzen. Gewalt ist gut, ne Marc? Ah. Ja, echt anscheinend ein Glückstag heute. Wunderbar, die Schraube wieder ab. So, jetzt habe ich das Radlagerhäuse in der Hand und könnte auch gleichzeitig dieses Blech hier wechseln. Ich muss mir jetzt echt mal markieren, wie das gestanden hat, damit ich hinterher auch die Bremse wieder dran kriege. So. Boah. Dreh das mal in der Hand. Krass, oder? Ja, hier seht ihr unser ausgebautes Kompaktradlager. Kompaktradlager deswegen, weil das eigentliche Radlager hier in dem Bereich eingebaut ist. Das hier ist Radnabe, der ABS-Ring, der ABS-Sensor, ist alles ein Teil. Ob der Sensor dabei ist, weiß ich jetzt gar nicht. Oder ob wir den hier umbauen müssen, wäre aber auch kein Drama. Nochmal zum Sehen, wie kaputt das ist. Das ist echt Wahnsinn, dass man es kaum mit der Hand bewegt bekommt. Im Vergleich zeige ich euch jetzt einmal das neue Teil. Hier das neue Teil, schaut mal, wie leicht man das drehen kann. ABS-Sensor ist schon drin, den müssen wir in dem Fall jetzt nicht mehr umbauen, weil er hier, wie gesagt, schon drin ist. Und das können wir jetzt im Prinzip so, wie es ist, können wir es jetzt einbauen. Ja. Ebenso, wenn ihr bei einem guten Händler kauft, ein gutes Material kauft, ist nicht nur der ABS-Sensor dabei, sondern zum Beispiel auch 4 neue Befestigungsschrauben, weil mal im Ernst die Schrauben, die ich da eben rausgelöst habe, die möchte ich ja nicht unbedingt wieder einbauen. So. 4 neue Schrauben. In dem Fall allerdings jetzt Außentorx und da müsst ihr wirklich aufpassen, wenn ihr sowas kauft. Außentorx hat keiner in der normalen Werkzeugkiste drin. Wir haben es glücklicherweise, hoffentlich auch die richtige Größe. Aber da müsst ihr echt schauen, weil sonst steht dann Herr Blöd da, wenn ihr es abgebaut habt und ihr habt nicht das richtige Werkzeug, um die neuen Schrauben zu montieren. Dann schmieren wir das hier so ein bisschen ein mit einer Kupferpaste oder einer Bremsenpaste. Link natürlich auch hierzu in der Videobeschreibung. Das benutzen wir recht oft auch für Bremsen und alles Mögliche. Weg. Und das Radlager bitte. Ja, das neue, wenn es geht. Jetzt müssen wir gerade gucken, wie war das ABS? War das von unten oder von oben eigentlich? Von unten so, ne? Das so runtergezogen, ne? Ja. Ja, macht Sinn. Ja, okay. So, dann bauen wir das jetzt hier wieder ein. Auch hier, wenn hier irgendwie so dicke Roststellen dran sind, sollte man das kurz sauber machen. Das ist aber relativ gut hier. Dann bauen wir das neue Radlager jetzt hier einmal wieder ein und zwar mit dem ABS-Sensor nach oben, der dann nach unten zeigt. So, dann drehe ich jetzt mal das große Loch hier zu euch und setze schon mal die erste Schraube an.
drehe die jetzt hier alle nacheinander erstmal handfest rein, bevor wir sie dann natürlich mit Drehmoment auch anziehen. So, nachdem die neue Radnabe samt Radlager jetzt an unserem Fahrzeug wieder montiert ist, beginnen wir mit der weiteren Montage und als erstes kommt natürlich in umgekehrter Reihenfolge die Bremsscheibe drauf. Die Bremsscheibe ist bei diesem Modell nicht durch eine Schraube oder sowas gesichert, also die ist hier lose drauf, bis der Bremssattel drauf ist. Und ich mache das immer so, damit mir die nicht runterfallen kann und dann kaputt ist oder mir auf die Füße fällt, drehe ich hier locker so eine Radmutter drauf, dann kann sie auf jeden Fall nicht runterfallen. Der neu gefettete Belagträger kommt dann drauf mit den entsprechenden Schrauben. So. Nachdem die jetzt wieder draußen, der Belagträger wieder drauf ist, setzen wir auch die Bremsbeläge wieder ein. Bei dem Modell ist es egal, welche innen, welche außen kommen, aber wenn die einmal eingebaut waren, sollte man die auch so wieder einbauen, wie sie gewesen sind. Und hier sieht man wunderbar den Abdruck von der Bremszange, von diesen beiden Armen hier vorne. Die sieht man hier drauf, der war also außen. Hier sieht man den runden Bremskolben, die waren also auf jeden Fall innen gewesen. Und genauso bauen wir die jetzt wieder ein. Jetzt kommt auch schon die Bremszange bzw. der Bremssattel wieder an seine Position. Wenn er denn drauf geht, na geht er, wenn er ein bisschen stramm ist, müsste er den Kolben nochmal zurückdrücken. Wie gesagt, alles in dem eben eingeblendeten Video Bremsen wechseln hinten bei genau dieser Bosch Bremsanlage. Jetzt ist hier alles wieder montiert, Freigängigkeit geprüft. Jetzt als letztes bauen wir doch natürlich den ABS-Sensor wieder an, klick, weil uns sonst natürlich die ABS-Lampe angehen würde. Und jetzt seht ihr auch im Vergleich, wie freigängig die Räder wieder drehen. Der hat ja eben recht schnell wieder nach dem Andrehen wieder gestoppt. Jetzt ist er freigängig. Als letztes machen wir natürlich die Räder noch richtig fest. Und sind dann eigentlich mit der Arbeit fertig. Ja Leute, das war die Arbeit Radlager wechseln hinten bei diesem Ford Mondeo MK3, übrigens Baujahr 2006, 2007 so rum. Im Prinzip der gleiche wie meiner. Wenn euch das Video gefallen hat, denkt daran, unseren Kanal zu abonnieren, das ist ganz wichtig für uns. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben. Wenn nicht, auch gerne einen Daumen nach unten, dass wir halt wissen, wie wir uns verbessern können. Hinterlasst einen Kommentar in unseren Kommentaren, wenn euer Radlager auch schon mal kaputt gewesen ist und ihr so ein Radlager wie das, was sich kaum noch drehen lässt, auch schon mal gehabt habt. Würde uns interessieren, dass ein häufiger Fehler ist. Ich kenne es nämlich so nicht. Wir bauen noch den ABS-Sensor jetzt hier aus, falls er bei meinem nämlich mal kaputt geht. Dann habe ich nämlich einen als Ersatz. Und verabschieden uns auf diesem Wege mit diesem kaputten Radlager von euch. Bis zum nächsten Mal hier auf Werkstatt TV.